Familienministerin Anne Spiegel entschuldigt sich emotional für Urlaub nach Flutkatastrophe. Nach wachsender Kritik hat sich Familienministerin Anne Spiegel für Fehler im Umgang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal entschuldigt. Anlass war ein vierwöchiger Urlaub der damaligen rheinland-pfälzischen Umweltministerin kurz nach der Flut. In einem kurzfristigen Pressestatement hat Bundesfamilienministerin Anne Spiegel grüne Fehler im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal eingestanden und sich für ihren Urlaub entschuldigt. Das war ein Fehler, dass wir so lange in Urlaub gefahren sind und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntagabend in Berlin. Sie begründete ihre damalige Entscheidung mit dem Gesundheitszustand ihres Mannes, der zuvor einen Schlaganfall erlitten habe, ihre Familie habe den Urlaub gebraucht, weil mein Mann nicht mehr konnte, sagte die 41-Jährige, der während des Statements mehrfach die Stimme stockte. Spiegel hat 4 Kinder. Union fordert Rücktritt von Anne Spiegel. Zuvor war bekannt geworden, dass die damalige Umweltministerin in Rheinland-Pfalz 10 Tage nach der Flut zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich aufgebrochen war und diesen nur einmal für einen Ortstermin im Ahrtal unterbrochen hatte.